Frau Elsässer, Sie sind Autorin zahlreicher Bücher, beschäftigen sich seit etwa 30 Jahren unter anderem mit Nahtoderfahrungen. Ihr neues Buch aber hat das Thema Nachtodkommunikation zum Inhalt. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen und worum geht es dabei genau? Es ist ein sehr unbekanntes Phänomen, jedenfalls in Europa, in Amerika etwas mehr bekannt durch ein Buch von den Guggenheims, Bill und Judy Guggenheim, Hello from Heaven. In Europa, wie gesagt, sehr wenig bekannt, aber es ist ein Phänomen, das sehr, sehr oft geschieht. Man nimmt an, dass etwa 50% der Trauernden einen Kontakt mit dem Verstorbenen hatten. Es gibt verschiedene Arten, verschiedene Kategorien von Nachtodkommunikationen, die mehr oder weniger prägend sind. Aber es ist ein sehr geläufiges Phänomen, aber paradoxerweise nicht bekannt in den Medien, nicht thematisiert. Es gibt nicht viele Bücher darüber. Es ist geläufig, aber nicht bekannt. Es geht in diesem Buch um die direkten und spontanen Nachtodkommunikationen, nicht diejenigen, die durch ein Channel oder ein Medium provoziert werden, sondern die einfach geschehen, ohne dass der Trauernde das erwartet hat oder vielleicht nicht mal erhofft hat. Und das geschieht und er ist erstaunt und sehr beglückt, denn das sind wunderschöne Erfahrungen. Was ist aus Ihrer Sicht der Grund dafür, dass dieses Phänomen bei uns weitgehend unbekannt ist? Ist es die Angst der Betroffenen, über ihre Erfahrungen zu sprechen? Also der Tod macht Angst, das ist schon einmal ein Thema, das schwierig ist zum Thematisieren. Und alle diese spirituellen Erfahrungen machen noch mehr Angst. Das ist einfach in unseren materialistischen Gesellschaften nicht sehr beliebt, nicht sehr bekannt, nicht sehr thematisiert, leider, schade. Und somit tatsächlich sind diese Themen sehr schwierig anzusprechen. Das ist auch das große Problem der Leute, die diese Erfahrungen erleben. Das ist ein so großes Glücksgefühl. Sie sind so beeindruckt und beglückt von diesem Phänomen, dass sie gerne darüber sprechen möchten mit ihrem Umfeld. Und die Reaktionen sind oft sehr skeptisch, manchmal auch sehr negativ. Und das ist dann sehr schwierig für diese Leute, dass sie das nicht mit ihren Freunden, Bekannten, Familien teilen können. Das ist auch einer der Gründe, dass ich dieses Buch geschrieben habe, damit man dieses Thema thematisieren kann, darüber sprechen kann, in der Öffentlichkeit das bekannt machen kann. Und wenn es dann den Menschen geschieht, dass sie diese Erfahrung haben, dass sie einfacher und mit weniger Problemen darüber sprechen können. In der Sterbeforschung hat sich herausgestellt, dass bei Nahtoderfahrungen bestimmte Stationen des Erlebens immer wieder auftauchen. Kann man auch in der Nachtodkommunikation bestimmte Merkmale beschreiben, die Menschen immer wieder erleben? Ja, absolut. Die geläufigsten Nachtodkommunikationen sind den Eindruck einer Präsenz. Sagen wir, der Trauernde ist in seinem Alltagsleben, macht irgendetwas, kocht oder schreibt oder arbeitet und plötzlich ist er oder sie überzeugt, der Verstorbene ist da, ist im Raum. Sie können ihn auch lokalisieren im Raum. Sie sagen, er stand hinter mir, er stand neben mir, ich konnte ihn nicht sehen, aber er war dort. So wie eine Densität. Nicht visuell erkennbar, aber sehr, sehr präsent. Und dann sagen sie auch, ja, er war da, aber sehr kurz. Diese Erfahrungen sind sehr, sehr kurz, ein paar Sekunden, höchstens 2, 3 Minuten, nicht mehr. Also die Betroffenen können genau sagen, jetzt ist er da und jetzt ist er gegangen. Es ist nicht so, wie wenn man jemanden, den man geliebt hat, verloren hat, ist er da immer in unserem Herzen. Er ist immer mit uns, wir haben das Gefühl, er ist an meiner Seite, sie ist an meiner Seite. Aber diese Nachtodkommunikationen sind von einer ganz anderen Art. Es ist ganz unerwartet, geschieht und ist fertig. Es ist nicht dieses Gefühl, man denkt an den Verstorbenen, man ist traurig, dass er nicht mehr da ist. Nein, das ist eine absolut andere Erfahrung. Es ist wirklich eine Präsenz, die da ist und wieder weggeht. Und während dieser Erfahrung spüren sie die Liebe, sie spüren die Wärme vom Verstorbenen, sie fühlen seine Zuneigung und sie fühlen seinen Trost. Er ist gekommen, um zu helfen, um das Leiden zu verkleinern
und dann ist er wieder weg. Das sind die häufigsten Erlebnisse und dann während dem Schlaf eine Art Traum, aber ganz anders als ein Traum, sehr viel konkreter als ein Traum. Dann kann man den Verstorbenen oder die Verstorbene fühlen, hören oder sehen. Das sind so diese Kategorien. Es geht also um unsere vier Sinne. Der Geschmackssinn ist nicht betroffen, aber alle anderen Sinne sind involviert. Den Begriff Nachtodkommunikation könnte man so verstehen, dass es auch tatsächlich Fälle gibt, in denen Menschen mit verstorbenen Angehörigen eine wirkliche Kommunikation pflegen. Sind solche Fälle bekannt? Sehr oft hören die Betroffenen den Verstorbenen, der ihnen eine Mitteilung telepathisch überbringt. Manchmal kommt es auch zu einem Austausch, zu einem telepathischen Ausfall, also wie ein Gespräch. Kurz, aber sehr intensiv. Tatsächlich, sie können sie hören, sie können sie sehen, sie können sie fühlen, wie sie sie anfassen. Also diejenigen, die diese Erfahrung machen, können den Verstorbenen nicht anfassen. Sie versuchen, wenn sie eine visuelle Erfahrung haben, sie sehen den Verstorbenen neben sich, möchten ihn anfassen, aber greifen so ins Leere. Aber sie selber fühlen sich manchmal angefasst vom Verstorbenen. Das sind sehr beeindruckende Erlebnisse. Alle Erlebnisse, in denen es um Nachtodkommunikation geht, haben sie in einer materialistisch dominierten Welt sicher schwer. Sind Erfahrungen bekannt, wo Informationen, die Menschen durch Nachtodkommunikation erhalten haben, sich im Nachhinein wirklich bestätigt haben, die einen gewissen praktischen Wert hatten? Sehr interessant sind die sogenannten praktischen, also Practical After-Death Communication auf Englisch, wo eine Information weitergegeben wird, die der Betroffene nicht kannte. Zum Beispiel verborgene Ersparnisse, eine Lebensversicherung, Papiere, die sie brauchen für die Beerdigung, die sie nicht finden, das Familienbuch oder solche Sachen, dass sie verzweifelt gesucht haben und nicht finden. Oder ich denke jetzt an den Fall, das war ganz lustig, so in einem Sekretärschrank hatte jemand Geld versteckt, es gibt da diese Geheimfächer. Und da waren die Kinder dabei, den Schrank zu verkaufen an einen Antiquitätenladen. Und dann kam plötzlich diese Nachtodkommunikation von der Mutter, nein, nicht weggeben, es gibt eine große Summe Geld im Geheimfach, schau zuerst nach, bevor ihr das Möbel verkauft. So, solche Fälle sind natürlich sehr interessant. Das sind wirklich Informationen, die die Betroffenen nicht hatten vor der Nachtodkommunikation. Nahtoderlebnisse sind heute zumindest für manche Wissenschaftler ein Thema geworden. Es gibt Studien, es gibt Forschungen, Interpretationen. Wie sieht es da im Bereich der Nachtodkommunikation aus? Gibt es da auch schon Studien, die zu relevanten Ergebnissen geführt haben? Nein, nicht wirklich. Es geht, also das ist natürlich schon im Rahmen von der Bewusstseinsforschung, diese Erfahrungen einzugliedern, aber spezifisch Forschung über dieses Thema gibt es meines Wissens nicht. Wer sich sehr dafür interessiert, sind die Psychologen, die Trauerbegleitung machen. Wie zum Beispiel verschiedene, vor allem amerikanische Spezialisten auf diesem Gebiet, stützen sich auf die Nachtodkommunikation ab, besprechen mit ihren Klienten, hatten sie irgendeine Erfahrung, die sie erstaunt hat, und dann, wenn etwas wirklich geschehen ist, wird es besprochen und in die Therapie eingebunden. Es gibt diesen Professor Louis Lagrange, der ist Professor Emeritus von der University of New York, und der hat mit ihm habe ich ein Gespräch geführt, das ist auch in meinem Buch jetzt abgedruckt. Und das ist sehr interessant. Und für ihn ist das absolut, für ihn ist es sicher, das sind wirklich Erfahrungen, die geschehen. Es ist nicht nur eine Halluzination, es ist nicht ein Wunschdenken von den Trauernden, die unbedingt noch einen letzten Kontakt möchten mit dem Verstorbenen und sich das einbilden. Nein, er ist überzeugt, das sind wahre Phänomene, die wirklich geschehen. Und er bindet das in seine Trauerarbeit mit seinen Klienten ein. Und das ist sehr interessant. Also ich würde sagen, die einzigen Wissenschaftler, die sich jetzt im Moment wirklich damit beschäftigen, sind Trauerbegleiter. Aber naturwissenschaftliche Forschung
denke ich, gibt es im Moment nicht. Weil man kann es nicht reproduzieren im Labor, das ist das große Problem. Und alles, was nicht reproduktibel ist, ist nicht seriös in den Augen von den Naturwissenschaften. Von Nahtoderfahrungen zur Nachtodkommunikation, war das für Sie als Autorin ein logischer Weg? Es war ein absolut logischer Schritt für mich. Nach so vielen Jahren Beschäftigung mit Nahtoderfahrungen hatte ich das Gefühl, ja, jetzt weiß ich ungefähr, worum es bei diesem Phänomen geht. Es gab nicht mehr so viel Neues zu entdecken. Und dann war für mich der nächste Schritt eigentlich, was passiert jetzt nach dem Tod? Gibt es irgendwelche Erfahrungen, die darauf hinweisen, dass das Leben nach dem Tod weitergeht? Und da bin ich natürlich auf die Nachtodkommunikationen gestoßen und da auch wieder mit diesem bekannten Buch von den Guggenheims, Hello from Heaven. Das habe ich dann auch auf Französisch übersetzt, denn diese Zeugenberichte sind einfach wunderschön. Und so ist mein Interesse wirklich geweckt worden durch dieses Buch und auch über die anderen Studien, die ich dann gelesen habe. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die diese Erfahrung selber erlebt haben. Und so hat die ganze Sache angefangen. Und dann ist leider vor ein paar Jahren mein Vater gestorben. Das war für mich sehr, sehr traurig. Aber das Schöne daran war, ist, dass ich das große Glück hatte, auch nach Tod Kommunikation mit ihm erleben zu dürfen. Und ich war vorher schon sicher, dass das ein reales Phänomen ist und nicht nur eine Vorbildung von den Leuten. Und natürlich, wenn man es selbst erlebt und die direkte Erfahrung hat, ist es sehr beeindruckend und wunderschön. Und was mich auch noch sehr interessiert in diesem ganzen Kontinuum sind die Sterbebettvisionen. Das ist auch ein, man weiß nicht, ob es ein häufiges Phänomen ist oder nicht. Es gibt sehr, sehr wenig Forschung, denn die Leute, die sterben ja kurz nach dieser Sterbebettvision. Sterbebettvision ist sehr schwierig, Forschung zu machen. Man müsste eine prospektive Studie machen in Spitälern oder Hospizen und solchen Einrichtungen. Und das hat bis jetzt noch niemand wirklich gemacht. Also, man weiß nicht, ob es ein häufiges Phänomen ist, aber es ist sicher ein Phänomen, das dem Pflegepersonal sehr gut bekannt ist. Ja. Und das ist anscheinend unwahrscheinlich hilfreich für die Leute, die sehr nah beim Tod sind, diese Visionen zu haben mit verstorbenen Bezugspersonen, oft Familienangehörigen, Freunde, Ehepartner, Partner und so weiter. Und irgendetwas geschieht in diesen wenigen Sekunden, die ihnen die Angst vor dem Tod nimmt. Das ist ein absolut faszinierendes Phänomen. Sie haben diesen Kontakt mit den Verstorbenen, sie kriegen Informationen, sie unterhalten sich mit ihnen telepathisch, sie sind gleichzeitig in unserer Realität verankert, normal, und können auch beschreiben, zum Beispiel Familienangehörigen, die mit ihnen im Spitalzimmer sind, sagen sie, ah, jetzt ist mein verstorbener Mann wieder gekommen, er war gestern schon da, jetzt ist er wieder da, er sagt mir das und das. Sie wissen genau, die Angehörigen können den Verstorbenen nicht sehen. Sie selber sind in einem verändernden Bewusstseinszustand, der mit der Nähe des Todes zusammenhängt, und haben anscheinend Zugang zu dieser anderen Dimension. Und gleichzeitig können sie kommunizieren und beschreiben, was sich bei diesen Erfahrungen abspielt. Und diese Erfahrungen sind so stark, dass sie wirklich überhaupt keine Angst vor dem Tod mehr haben nach dieser Vision. Und vielleicht vorher waren sie in einem sehr schwierigen psychologischen Zustand, von großen Ängsten gequält. Und nach diesen Visionen ist diese Angst vorbei und sie sind bereit zum Sterben. Es sind faszinierende Erfahrungen. Nahtoderlebnisse, Visionen am Sterbebett, Nachtodkommunikation. Gibt es für Sie zwischen diesen drei großen Bereichen einen Zusammenhang? Ist ein Gesamtbild erkennbar? Ja, für mich ist es ganz eindeutig, hängen diese Erfahrungen zusammen. Ich denke, sie stammen von derselben Quelle und drücken sich auf eine andere Art aus. Ich denke, wir haben alle die Fähigkeit, Zugang haben zu dieser anderen spirituellen Welt, aber nur in ganz bestimmten Situationen, wenn wir diesen Zugang brauchen.
wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir in Not sind, wie während einer Nahtoderfahrung. Wenn wir sehr nah beim Tod sind und diese Informationen brauchen, was geschieht jetzt, wie geht es weiter, was geschieht nach dem Tod. Und wenn man sehr traurig ist, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, dann ist das unwahrscheinlich tröstlich. Also diese Erfahrungen, die geschehen nicht einfach so und auch nicht, weil man sie gerne erleben möchte. Man kann sie nicht provozieren, man kann nichts machen, dass wir diese Erfahrungen haben. Sie geschehen oder geschehen nicht, man weiß nicht warum. Einige Leute sie erleben, andere nicht. Viele möchten es erleben und haben dieses Glück nicht. Das ist noch ein großes Rätsel. Aber ich denke, wir haben alle in uns die Fähigkeiten, den Zugang zu haben zu dieser anderen Welt in bestimmten Situationen, wenn wir das brauchen, wenn wir das nötig haben und wenn es Sinn macht. Und Dankeschön, diese Erfahrung. Sie schreiben zum soziopolitischen Aspekt von Nahtoderfahrungen, auf gewisse Weise sind NTEs umstürzlerisch, da sie ein ganzes Bündel an Werten schaffen, die sich völlig von jenen unterscheiden, die in unseren derzeitigen materialistisch geprägten Gesellschaften vorherrschen. Woran denken Sie dabei? Ich denke an den Stellenwert der Liebe, an Nächstenliebe, an Toleranz, an daran, dass die materiellen Werte nicht wirklich wichtig sind im Leben, sondern wichtig ist, wie wir uns verhalten gegenüber anderen Menschen, das Gute, das wir machen, die Hilfeleistungen, die wir stellen können. Das sind die wichtigen Sachen. Das ist, was schlussendlich dann wirklich zählt. Und in diesem Sinn sind NTEs ganz sicher revolutionär, denn das fügt sich nicht so gut ein in unsere materiellen Gesellschaften, wo andere Werte sehr viel höher gestellt werden. Warum gibt es, glauben Sie, in der Wissenschaft diese Tendenz, Erlebnisse in Todesnähe wegzudiskutieren? Ist da ein Weltbild in Gefahr? Ja, ich denke, sie fühlen sich doch sehr bedroht, die Naturwissenschaftler, das ganze Konstrukt, das sie jetzt da erschaffen haben in vielen Jahren, jede Vorstellung von der Realität, die brechen ja in sich zusammen, wenn man sieht, was mit bei solchen Erfahrungen geschieht. Das ist ein ganz anderer Zugang zu der Realität, zu der Wirklichkeit. Und ich denke, Wissenschaftler fühlen sich bedroht. Das würde das ganze Paradigma zusammenstürzen lassen. Und dann, was macht man dann? Es ist immer schwierig, seine Sicherheiten und seine Überzeugungen zu verlieren. Das mag niemand gerne. Und ich denke, diese spirituellen Erfahrungen werden als eine Bedrohung angesehen oder ganz einfach lächerlich gemacht und auf die Seite geschoben. Leider ist im Moment das Zusammenspiel für die Forschung, also Zusammenarbeit für ein Forschungsprojekt zum Beispiel über diese Themen, ist sehr, sehr schwierig. Und ein Forscher, der seine Karriere machen möchte an der Universität zum Beispiel, nimmt ein großes Risiko, wenn er sich auf solche Forschungsgebiete einlässt. Und ich glaube, es wird einen Paradigmawechsel nach sich ziehen und den will im Moment niemand. So sehe ich das. Sie haben für Ihre Recherchen auch sehr viel Zeit in den USA verbracht, unter anderem mit dem bekannten Thanatologen Kenneth Ring. Wenn Sie die letzten 20, 30 Jahre zurückblicken, wie würden Sie die Situation einschätzen? Ist es heute für Betroffene leichter, über ihre Erlebnisse in Todesnähe zu sprechen? Und ist die Wissenschaft heute an einer anderen Position, als sie es früher war? Die Nahtoderfahrungen sind dank Forschern wie Kenneth Ring, wie Moody natürlich, Bruce Grayson, ein hervorragender Wissenschaftler, und jetzt auch Pim Lommel, der jetzt noch sehr aktiv ist auf diesem Gebiet. Diese NTEs sind sehr, sehr viel bekannter geworden und es ist, denke ich, kein Problem mehr für jemanden, der so eine Erfahrung hat, darüber zu sprechen. Das ist das große Verdienst. Das ist thematisiert, das ist bekannt. Die Leute sagen sofort, der Tunnel, das Licht, das ist etwas, das die meisten Leute kennen, ohne vielleicht mehr Informationen zu haben, aber das Thema ist bekannt. Und das ist sehr, sehr positiv. Nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa ist dieses Thema bekannt. Sterbebettvisionen sehr viel weniger, weil das natürlich etwas sehr Intimes ist, das geschieht kurz vor dem Tod, wird vielleicht auch nicht so erzählt von den Familienangehörigen. Das ist etwas sehr Privates.
Und Nachtodkommunikationen noch nicht, aber das wird sich ändern. Da versuche ich etwas dazu beizusteuern, dass sich das ändern wird, dass das bekannt wird. Was sind Ihre Pläne für die nächste Zukunft? Woran arbeiten Sie momentan? Also Nachtodkommunikation interessiert mich sehr. Das ist noch sehr unerforscht, dieses Thema. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu machen. Und das ist, was mich jetzt sehr interessiert. Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Mit großem Vergnügen. Danke.